sind gefährdet, die Nutzung im Schnellverfahren soll Europa zu einer politischen Union ausgebaut werden. Doch dabei handelt es sich nicht um unser Europa, sondern um ein Europa der Lobbyisten. Wir müssen daher weitere Machtkonzentration verhindern, denn Machtkonzentration führt auch immer zu Machtmissbrauch. Glaubt bloß nicht, dass die Bürger auf Europaebene die Lobbyisten in Schach halten können. Mit jeder zusätzlichen Hierarchieebene, die man schafft, kommen neue Korruptionsmöglichkeiten hinzu. Der Euro ist in Wirklichkeit bereits gescheitert. Ohne eine geordnete Auflösung des Euro lassen sich die über 25% Arbeitslosigkeit und über 50% Jugendarbeitslosigkeit in Krisenländern nicht lösen, weil diese mit dem Euro nicht wettbewerbsfähig genug sein können. Deutschland liegt nur auf dem Papier von der Krise. Über 600 Milliarden deutsche Spareinlagen befinden sich gar nicht mehr bei der Bundesbank, sondern in den Krisenländern. Sind wir nicht alle gegen Nazis? Wieso ließen wir dann zu, dass mit dem ESM ein rechtsfreier Raum in Europa geschaffen wurde, der für eine künftige Diktatur missbraucht werden kann? Schaut euch den Vertrag an. Warum habe ich bei den Anti-ESM-Demos kaum Gnaden gesehen? Das müssen wir ändern. Ich bin nicht hier, um Werbung für die AfD zu machen. Aber ich bin für Transparenz und Gerechtigkeit. Und über die AfD wird in den Medien stark verzerrt berichtet. Ich habe dort als Beisitzer für den Bundesvorstand und den Landesvorstand Berlin kandidiert, weil ich dort Liberty Democracy bekannt machen möchte. Die AfD steht unter einem gewaltigen Zeitdruck, aber wirkliche Demokratiedefizite sah ich dort nicht. Und wer mal das Programm liest, wird feststellen, dass die AfD ähnlich wie die Piraten für mehr inner- und außerparteiliche Demokratie steht. Wir haben mehr gemeinsam als wir denken. Die Piraten könnten von der Fachkompetenz der AfD profitieren, genauso wie umgekehrt. Das ist so geil. So, will die Versammlung den Kandidaten befragen? Darf ich die Versammlung bitte Zwischenrufe, Beleidigung von Kandidaten? Er ist fertig! Jeder Kandidat hat das Recht, sich hier in seinem Programm vorzustellen. Und wenn ihr mit dem Programm dieses Kandidaten nicht einverstanden seid, wählt ihn nicht.